Weiter geht's hier mit einem neuen Video in Russian Fishing 4 und zack, da geht es wieder runter hier mit den Ruten. Lübt der Lachs und vor allem lübt. Oh. Der bescheuerte Rotauge, Alter. Aber ohne Scheiß, ich habe vor Monaten schon mal einiges von diesen Dingern hier rausgeprügelt. Und das Wichtige ist ja tatsächlich, dass das in Menge lübt. So, und bisher ist da sogar einiges bei rumgekommen. Also gar nicht so schlecht. Oh, da ist sogar einer dran. Gar nicht so, Alter, gar nicht so schlecht bisher, was hier alles so rausgeht. Und ich bin sehr gespannt, was das jetzt gleich an Kohle bringt. Oh, guck mal hier. Eine schöne Zerte auch noch dabei. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Petri erstmal zusammen, ihr Krachlatten. Zieht raus die Brocken, wenn ihr gerade schön fleißig am Angeln seid. Gönnt euch nebenbei das Video und schön angeln. Zieht raus die Brocken, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Ich teste heute mal wieder hier so ein bisschen rum. War schon an verschiedensten Stellen. Heute hier am Volcho, am 20er unterwegs. Ich war auch schon am Mosquito, wollte da auch mal ein bisschen auf Rotaugen gehen. Da hat es nicht so richtig gut geklappt. Also da fehlte so ein bisschen die Frequenz. Und jetzt hier einfach mal rumprobiert. Verschiedenste Köder immer. Sonst war immer sehr gut auch Kaster für Rotauge. Und jetzt habe ich hier einfach mal Borkenkäferlarve reingeballert. Und mit der Borkenkäferlarve lübt das ganz gut. Also, ab Level 20, zack, 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 hier ab zum Volcho. Man sieht da hinten am Horizont, da sieht man ja schon die Base. Oh, der ist schon wieder eine Zerte. Schöner Beifang, die Zerte. Leider nicht so viele, wie vielleicht wünschenswert. Eine dicke, fette Zerte lohnt sich natürlich auch immer. Gerade mal gucken, eben hat es gerade noch gebimmelt. Auch nicht schlecht, aber Hauptanteil, und da gucken wir auch gleich mal in den Kescher rein, Hauptanteil sind die Rotaugen. Und was haben wir vom vorletzten Video und aus dem vorletzten Livestream mitgekriegt? Die Trophy-Rotaugen ballern hart rein. 15 Silber für so einen Trophy-Rotauge, 1,2, 1,7 Kilo, wie auch immer. Also nicht wahnsinnig schwer. Trotzdem 15 Silber für so einen relativ schnell geangelten Fisch. Am Ladoga laufen die ja immer noch sehr, sehr gut. Also wenn ihr da Bock habt auf viele, viele freakige Fische, einfach mal in eins der letzten Videos hier reingucken. Müsste das vorletzte jetzt gewesen sein mit dem Spot am Ladoga. Sehr, sehr viele Trophy-Rotaugen auch immer noch mit drin. Mittlerweile schreiben wir hier im Ingame-Chat kaum noch GZ zu diesem Trophy-Fisch, wenn es einfach nur ein 1,2 Kilo olles Rotauge ist. Wer will das denn auch schon? Aber nichtsdestotrotz, heute gezielt auf die ollen Rotaugen. Und ihr seht, es bimmelt schon wieder an allen Ecken und Kanten. Und ich ziehe weiter raus hier. Ich habe übrigens noch keine Mische reingekloppt hier an der Stelle. Einfach nur den nackten Haken, beziehungsweise die nackte Made, Borkenkäferlarve auf dem Haken gezogen und ab dafür. Nicht angefüttert, nicht irgendwas Besonderes gemacht. Gucken wir mal eben in die Montage rein. Hier zuppelt, Alter. Ah, bisschen länger. Ja, ich werfe nochmal neu aus. Bisschen länger. So, mit Clip, für die ganzen Clip-Fanatiker, mit Clip, yay! das ist die Montage und ich sehe hier, flackert schon wieder, das heißt, wir haben schon wieder den nächsten Biss auf den kleinen Winkelpickern, wieder einmal Winkelpicker-mäßig unterwegs, mit Fluorocarbon komplett, kleines 20 Gramm Blei. Und hier einen schönen, dicken, fetten, im Verhältnis, dicken, fetten 6er Haken. Reicht komplett. Und dann gehen wir hier mit der Eulen
Borkenkäferlarve drauf. Da geht maximal halt dieser 6er Haken auch. Und damit raus. Und dann... Na, zuppel, zuppel, zuppel. Ich lasse es wieder liegen. Zuppel, zuppel, zuppel. Mit Anschlag. Jetzt haben wir ihn. Das ist halt ein bisschen tricky. Aber das sieht auch schon wieder gut aus hier. Hat ordentlich Gewicht. 800, 900. Boah, die zerrte, Alter. Die hat sich aber quergestellt. Wenn jetzt hier mehr Zerrten kommen, bin ich absolut glücklich damit. Guck dir das an, ey. Gebimmelt ohne Ende. Und noch nicht dran. Wenn man R drückt, immer noch nicht dran. Unnormal. Ich stelle einfach wieder ab. Jetzt auf V1. Ich habe also nicht hochheben, kurbeln, sondern erstmal hochheben, R drücken. Und dann gucken. Aufpassen. Die ollen wilden Rotaugen. Am besten erst, wenn wirklich runtergezogen wird, ey. Richtig nervig, ey. Richtig nervig. Vielleicht mit anderen Bimmeln hier, also vielleicht nur mit Lampen arbeiten oder sowas. Oder immer wieder kontrollieren, ne? Reingehen, gucken, flackert das hier? Ja oder nein? Wenn es nicht flackert, ist halt immer noch so. Dann ist auch noch kein Biss. Und sobald es anfängt zu flackern, dann lüppt der Lachs, dann ist der Fisch auch dran. Trotz allem nochmal ein bisschen anschlagen. Jetzt haben wir hier schon direkt das nächste Ding wieder. Also, wie gesagt, Frequenz passt. Wir schauen gleich nochmal in den Kescher rein. Gucken uns natürlich auch an, was bringt das hier kohlemäßig? Was erzählt er hier? Die ollen, räudigen Rotaugen. Das kann ja nicht. Abwarten, Alter. Ich bin da ganz guter Dinge. Ich habe es noch nicht richtig probiert. Also, ich habe es noch nicht getestet. Ich gehe ja in den letzten Monaten in der Regel einfach blind an so einen Spot und probiere das einfach aus. Und wenn es lübt, ist gut. Und wenn nicht, nicht gut. Aber dann kriegt man das auch mit. So. Zack, Anschlag setzen. Jawohl. Oh, guck mal hier. Klackert sogar so ein bisschen die Bremse. So, komm ran hier, Alter. Und... Oh, 1 Kilo. Dickes, fettes Rotauge. Und das macht's eben schon aus. Das macht es eben schon aus. 500 Gramm plus. Das ist halt einfach wichtig. Die schönen, dicken, feisten Geräte, die wollen wir haben. Deswegen auch die dicken Haken. Ich hatte hier angefangen mit einem 12er Haken. Und das war dann aber doch ein bisschen zu klein. Wir wollen ja die richtig dicken. Und deswegen aufgrund des Köders jetzt hier den maximal größten Haken, die der Köder verträgt. Und ja, dann gucken wir jetzt einfach mal, was noch alles geht. 31 Fische jetzt mittlerweile schon zusammen. So sieht das Ganze aus. Komplett Rotaugen ohne Ende, aber nicht komplett, denn hier sind noch zwischendurch, ist mal ein Aalan reingeballert. Und ein paar Zerrten waren hier, ne? Hier ist mal eine Zerrte. Man kann die kaum auseinanderhalten hier, ey. Da ist nochmal eine Zerrte, da ist nochmal eine Zerrte. Ein Trophy-Rotauge mit 1,3 Kilo ist auch schon mit dabei. So moke wie dat. Weiter geht's. Ich würde sagen, ich angel hier nochmal ein bisschen. Die Nacht übrigens ging es auch durch. Also keine Ruhepause in der Nacht. Das heißt, das ist hier 24-7 Rotaugenkloppen Deluxe. Zack, next. So moke wieder. So, komm mal ran hier. Ha! Noch besser. Zerrte, noch besser. Rotauge und Zerrte in Kombi. Wenn das mit der Frequenz so weitergeht, mega. So darf das laufen. Zack, und die nächste hier, ey. Auf Borkenkäferlarve. Ja, ich hatte ja zuletzt beim letzten Zerrtenangeln, fällt mir gerade noch ein, auch einen relativ großen Haken verwendet. Die Zerrte ist ja unter den Z-Fischen die größte. Und aufgrund dessen war dann der größere Haken, jetzt in dem Fall ist es ja auch nochmal ein 6er, gar nicht verkehrt für die Zerrte und hat tatsächlich auch, zack, schon wieder, schöne dicke Zerrten gebracht. Also, das passt. Hatte ich den Clip eigentlich schon gesagt, wo ich hier gerade mal so volles Met rausgeballert habe? Nee, ne? Der Clip? 15 Meter. Bam. 15 Meter reicht völlig.
Das ist auch schön, weil dann kann man schneller einkurbeln, hat nicht so viel Schnur zum wieder reinziehen. Von der gesamten Montage habt ihr gesehen, relativ leicht unterwegs. Das heißt, wenn man frisch Level 20 ist und einfach mal schnell ein bisschen Kohle machen will, ab hier an den Spot, die kleinen Anfängerrouten raus, die haben so eine Tragfähigkeit von, sagen wir mal, 3-4 Kilo. Überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt auch hier nur 4 Kilo Tragfähigkeit. Ich habe es auch schon probiert mit dem super feinen Fluorocarbon, diesem Microbraid, nicht Fluorocarbon, Microbraid, geflochtene Schnur, 0,04 mm. War nicht besser, war bloß anstrengender. Und deswegen bin ich jetzt auf Fluorocarbon komplett gegangen mit 4 Kilo. Passt. Das heißt, wenn ihr einen Vorfach habt, 4 Kilo, ab dafür. So, genug geangelt hier an der Stelle. Einfach mal gucken, was hat das Ganze denn jetzt gebracht an Kohle. Wir wollen auch gar nicht hier viel zu viel Zeit da verbringen. Einfach nur mal kurz so einen Blick reinschmeißen. Beziehungsweise ich gehe da gleich nochmal hin und schaue es mir an. Aber wenn ich mir das jetzt hier so ansehe, alter Falter, bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Jetzt guck dir das an. 108 Silber. 108 Silber. Hier die Anfangszeit, da zählen wir mal rund 5 Minuten ab. 2 Minuten. Also sagen wir mal rund 40 Minuten. Grob aufgerundet für 100 Silber auf olle Rotaugen. Im Low-Budget, im Low-Level-Angelbereich, also für jeden Anfängerangler wirklich gut zu erreichen. Kaum, und das ist der dicke, fette Knackpunkt, von den ganzen gefangenen Fischen, kaum, ich glaube, ich habe 2, 3 wieder reingeschmissen. Jetzt war gerade zum Schluss nochmal eine kleine Zerte dran, aber wirklich kaum ein unmaßiger Fisch dabei. Absolut entscheidend, das heißt, jeder Fisch, der hier reinballert, bringt Kohle. Gucken wir das mal eben uns nochmal an im Detail. Mindestens halt ein Silber pro Fisch. Und wenn man hier schaut, die Rotaugen so ab 500 bringen halt um die 2 bis 3 Silber dann hier. Und das ballert halt ordentlich rein. Ne? Das ist halt schon richtig geil. 10 Silber jetzt hier für das Rotauge oder 11. Das geht auch noch hoch bis 15. Zerten ballern natürlich auch nochmal richtig gut rein hier. 6, 7, 8, 9 Silber für die ollen Zerten. Richtig geil. Ich bin super zufrieden mit diesem kleinen Kratsching, mit diesem kleinen Spot am Volcho. Und wenn dir das Ganze geholfen hat und wenn dir das gefallen hat, den Kanal abonnieren, dem Video einen Like da lassen. Und wenn du Bock hast auf die geilen Shirts-Alden, die gibt es jetzt ganz frisch auf Amazon. Unten drunter gibt es auch noch einen Link zu den ganzen Shirts vom Feierabend, Alter. Bis dahin, Petri, bis zum nächsten Mal.